Diese Sendung wird dir präsentiert von Neobet. Pro musst du sein. Da mal eine Frage, Marc, auch an dich. Wir sehen hier jetzt also Aston Martin 11 Punkte jetzt hinter Ferrari. Wenn man mal überlegt, man hat jetzt von Aston Martins Seite aus Lance Stroll für nächstes Jahr bestätigt. Aber wir haben auch mal so ein bisschen eine kleine Zahlenrechnerei mal durchgemacht. Wenn Stroll nur die Hälfte der Punkte geholt hätte bisweilen, die Fernando Alonso bisweilen erreicht hat, würde man auf Platz 2 oder könnte man vielmehr auf Platz 2 liegen. Gestern ja im Qualifying auch nur Platz 20 für ihn. Klar, lief natürlich auch doof für ihn. Im ersten freien Training musste er Platz machen für Felipe Drugovic, für den Nachwuchsfahrer. Und im zweiten Training lief es technisch dann auch nicht. Aber findest du das eine richtige Entscheidung, mit Stroll da zu verlängern? Das ist die einzig logische. Wenn der Chef das Team gehört und die ganze Geschichte ja nur gemacht hat, um seinem Sohn die Formel 1 zu ermöglichen. Natürlich ist er inzwischen da tief in der Formel 1 drin. Aber logischerweise, wenn der Sohn fahren will, dann kriegt er ein Auto. Aber das war ja die Ausgangslage, bevor oder wo Aston Martin oder auch Lawrence Stroll noch nicht wusste, wohin die Reise so gehen kann. Jetzt allerdings sieht man ja, was möglich ist, und man kann jetzt mittlerweile sich auch schon ausrechnen, was möglich gewesen wäre bis dato. Muss man da nicht langsam mal darüber nachdenken, seinen Sohn zu opfern, um wirklich dann auch es mit Red Bull, mit Ferrari, mit Mercedes wirklich mal aufnehmen zu können? Weil wenn man mal überlegt, die ganzen Punkte, die kommen alle von Alonso, meistens. Weißt du was, ich gebe dir mal die Telefonnummer von Lawrence Stroll und dann erklärst du ihm, dass er seinen Sohn rausschmeißen soll. Gerne, das mache ich. Das ist doch mal schön. Das mache ich dann aber in der Live-Sendung. Dann rufe ich, genau, dann machen wir das. Dann diskutieren wir das einfach dann mal mit Lawrence aus und da wird mich mal so seine Argumentation erinnern. Mike Krack hat sich ja im Interview geäußert und eigentlich quasi lobende Worte ausgeteilt. Er hat vor allem einen Aspekt, den will ich mal kurz ansprechen. Er hat gemeint, es gäbe zwischen Stroll und Alonso keinen Leistungsunterschied. Es gäbe nur einen Punkteunterschied. Stimmst du ihm dazu? Ich kann es beim besten Willen nicht. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass der Lance Stroll 3/10 langsamer ist wie Alonso. Das ist ja nicht viel. Und wenn der Aston Martin vorne ist, dann ist Alonso auf Platz 3 und der Stroll auf Platz 5. Also da ist nicht viel Unterschied. Aber das Problem ist, dass der Lance nicht jedes Wochenende das abrufen kann. Das heißt, er hat Schwankungen und die hat Alonso nicht. Und da ist der große Unterschied. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.